Also, daraus ergibt sich die sogenannte Planck-Welt oder auch allererste Welt heraus. Der Beginn des Kosmos. Das führt zum Urknall. Nennen wir es der Beginn. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich Ihnen mal eine Zahl zumuten? Können Sie mal überlegen. Also, Zahlen sind erstmal neutral. Denken Sie nicht an Ihren Mathematikunterricht und so weiter. Nein, nein, ich sage Ihnen einfach mal eine Zahl. Also ich kann es Ihnen ja sagen erst und dann kann ich gucken, wie die Wirkung, nee, kann ich ja nicht, ich kann ja nicht herausfinden, wie die Wirkung bei Ihnen ist. Also diese Planck-Welt, soll ich mal? Na gut, also ich mache einfach mal. Sie können ja weggucken, wenn Ihnen die Zahlen nicht gefallen, gucken Sie halt weg dann oder hören Sie weg. Die Planck-Welt ist 10 hoch minus 35 Meter groß. Ja, jetzt ist es raus. Sie kennen ja vielleicht diese Schreibweise, diese Minus hier oben, das ist ja 1 geteilt durch 10 hoch 35, also eine sehr kleine Zahl. Und wenn wir jetzt noch die 10 hoch minus 35 Meter durch die Lichtgeschwindigkeit teilen, Lichtgeschwindigkeit sind 300.000 Kilometer pro Sekunde, dann landen wir hier bei 5 mal 10 hoch minus 44 Sekunden. Ja, ja, so ist das, ne? Das ist die kleinste kausal sinnvolle Zeiteinheit im Universum. Man könnte auch, das Meter ist ja Raum, ja, ein Meter ist klar, und Sekunden ist Zeit. Man könnte also auch davon sprechen, diese beiden Einheiten, 10 hoch minus 35 Meter, 5 mal 10 hoch minus 44 Sekunden, komm, sagen wir 10 hoch minus 43 Sekunden, sind wir nicht so. Das ist die Körnigkeit von Raum und Zeit. Also Raum und Zeit selber sind gar nicht kontinuierlich, wie man es ja erlebt. Also wenn man sich hier so bewegt, dann merkt man doch, Mensch, der Raum, der ist doch kontinuierlich. Sondern auf der allerelementarsten Ebene müsste also die Welt gekörnt sein, körnig sein, in elementare Einheiten. Was natürlich damit zu tun hat, weil wir grenzende Erkenntnis haben. Wir kommen nicht an jeden beliebigen Punkt im All, wir kommen nicht an jeden beliebigen Punkt in der Zeit. Das ist nichts zu machen. So, jetzt sind Sie schon mal vorbereitet auf das, was jetzt passiert. Nämlich jetzt kommt der große Hammer. Neben diesen ganzen Fundamentalbetrachtungen über die Welt und über das Sein als Ganzes und so weiter und so fort, hat man ja auch eine große Untersuchung angestellt, was ist die Welt? Also aus was besteht sie eigentlich? Und in der Zeit, in der die Quantentheorie und die allgemeine und die spezielle Relativitätstheorie so aufgetaucht ist, 1900 fing die Quantentheorie an, aber de facto wurde sie erst richtig massiv in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Also sagen wir mal so, die ersten 25 Jahre des 20. Jahrhunderts, da begann die Physik Fahrt aufzunehmen. Und während man im 19. Jahrhundert noch dachte, die wesentlichen Fragen der Physik sind eigentlich längst geklärt, begann die Physik im 20. Jahrhundert dann aber derartig Fahrt aufzunehmen, dass wir seitdem nie wieder irgendjemanden, der zu uns kommt und sagt, ich würde gerne Physik studieren, würden Sie das empfehlen können, sagen, nö, wir haben eigentlich soweit schon alles beantwortet. Das leisten wir uns nie wieder, weil wir ganz genau wissen, es gibt einen Tag, wo es wieder heißen wird, wir wissen so gut wie nichts.